So, das sind wir also wieder in MEBIS. Und MEBIS ist nicht nur ein Areal, in dem ich Schülern Materialien zur Verfügung stellen kann und Links, sondern eigentlich will ich auch, dass sie dort was arbeiten. Und das funktioniert über Aktivitäten, die ich bereitstellen kann. Eine ganz einfache Aktivität ist die sogenannte Aufgabe. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe zu diesem Zweck zwei Browserfenster offen, zwischen denen ich wechseln werde. Das eine ist das, was ich erstellen werde, um die Schüler eine Aufgabe machen zu lassen. Und das andere ist das, was die Schüler sehen. Das muss man auch mal verstanden und gesehen haben, welche Auswirkungen meine Tätigkeit als Lehrer hat. Okay, ich habe hier ein MEBIS Trainingsareal aufgemacht. Ich habe gemerkt, wenn ich in andere Kurse einsteige, dann komme ich in den Datenschutzkonflikt mit den Schülern, die bei uns eingetragen sind. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Ich klicke hier also auf Material und oder Aktivität anlegen. Und dann kann ich hier eine sogenannte Aufgabe erstellen, hinzufügen. Das ist ziemlich einfach. Was ich dann sagen kann, ist, ladet mir hier eure Datei hoch. Das Gedicht. Ja. Und in der Beschreibung kann ich dann also festmachen, was will ich von meinen Schülern. Schreibt mir doch ein kurzes Gedicht und in einem Word-Dokument und schickt mir dieses hier zu. Ja, der Vorteil, natürlich können Schüler auch sowas über E-Mail schicken. Das Problem bei der Geschichte ist, dass ich dann eine Flut von E-Mails kriege, die ich sortieren muss. Moodle ist hier hygienischer, wir werden das gleich sehen. Jetzt kann ich hier wählen, okay, ich möchte, dass meine Schüler eine Datei abgeben. Klick, da ist das Häkchen. Ich kann die auch direkt einen Text eingeben lassen. Das ist online, hat aber einen Haken bei der Geschichte. Wenn die Serververbindung abreißt, geht alles verschwunden, was die da live eintippen. Kann man also für kurze Mitteilungen nehmen. Ich gehe zu Speichern und zum Kurs. Dann wird es einen Moment dauern, bis die Seite neu ist. Und so sieht das hier aus, das sehe ich jetzt. Jetzt wechsle ich mal kurz in den anderen Browser, nämlich in den Firefox. Da bin ich als Schüler, Ruckdaschel, angemeldet. Natürlich sehe ich jetzt nichts, ich muss erst refreshen, das mache ich hier oben. Und dann wird mir um Thema 1 diese Aufgabe angezeigt. Also, ich bin jetzt Schüler Ruckdaschel, klick an und dann werde ich hier hingebracht, Abgabestatus. Man kann also Schülern theoretisch auch die Option geben, mehrere Versionen hintereinander hochzuladen. Das kann man alles einstellen. Wir sind hier am Anfang unserer Aufgabenkarriere. Also Abgabe hinzufügen und unser Schüler bekommt hier eine Möglichkeit, die Datei, die er erstellt hat, hochzuladen. Ich mache das jetzt mal. Ich habe hier ein Gedicht geschrieben, na, vielmehr eins von Heinz Erhardt. Kopiert. Das habe ich jetzt einfach über Drag and Drop hier hochgezogen. Das geht natürlich auch wieder hier. Ich kann das auf meinem Rechner suchen, indem ich diese Knöpfe hier verwende. Aber das Drag and Drop hat funktioniert. Ich klicke auf Änderungen sichern. So, jetzt sehe ich, ich habe das zuletzt geändert. Also das ist die letzte Version, die ich als Schüler hochgeladen habe. Und jetzt gehe ich wieder auf den anderen Browser, indem ich als Lehrer sozusagen gegenwärtig bin. Ja. Jetzt kann ich hier durch Klick auf das sehen, oh, eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer hat das Ganze abgegeben. Schön, die Bewertung wird auch erwartet. Ich kann nämlich diese Elaborate der Schüler quasi auch online bewerten, korrigieren, ohne dass ich das jemals ausdrucken muss. Jetzt wollen wir hier mal draufklicken, alle Abgaben anzeigen. Und dann sehe ich hier, Schüler Ruckdaschel hat hier was abgegeben. Ich kann hier die Datei sehen, die vom Schüler abgegeben wurde. Ich kann dann ganz, wenn dann 20 Schüler das abgegeben haben, auch zum Beispiel hier ausgewählte Abgaben herunterladen. Ich klicke jetzt da einfach mal drauf man sieht, es wird heruntergeladen und jetzt kann ich mir das offline sozusagen durchlesen und kann hier dann auf Bewertung klicken und kann dann hier sozusagen,
meine Anmerkungen vornehmen. Und hier Bewertung maximal kann ich dann sagen, du kriegst 0 Punkte, weil das ganze Ding ist abgeschrieben. Und also diese Möglichkeit habe ich dann. Ja, das soll soweit gewesen sein. Und ich gehe da jetzt mal wieder zurück. Und dann kann ich also Schülern theoretisch online solche Sachen auch bewerten. Aber zumindest kann ich sie mir runterladen, diese Dokumente, die die Schüler hochgeladen haben. Das ist ganz einfach. Das war also die einfachste Möglichkeit, eine Aufgabe zu machen. Natürlich, wenn ich eine Klasse mit 23 Leuten habe, kommen da 23 Stück. So, das war's. Ich hoffe, es hilft.